Ja, Hallihallöchen, liebe Gruselfans, es geht weiter. Ja, ich frage mich selber, warum ich das mache. Na gut, ab geht's zur nächsten Runde. Dieses wunderschöne, garantiert nicht gruselige Haus. Na gut, so doll, wie es verbarrikadiert ist, habe ich auch nicht erwartet, dass es offen ist. Ey, das war meine Lieblingsvase. Ich wollte gucken, was da drin ist. Danke. Mann, habe ich einen Tritt drauf. Langsam habe ich das Gefühl, er hat seine Frau nicht mehr so gern gehabt am Ende. Mann, ich warte doch darauf, dass wieder irgend so ein komischer Schreck kommt hier. Kreative Blockade. Ja, ach, toll. Ich bin blockiert. Oder doch nicht? Licht bitte. Oh. Oder ein Schlafzimmer geht auch. Das ist auch nicht schlecht. So, da ist nichts. Natürlich verschlossen wieder. Neumond. Juni, vergiss nicht. Der 9. Juni. Okay. Nichts. Ehrlich, man kann die Tür auch leise aufmachen, Junge. Jetzt ist hier offen, interessant. Hallo, jemand zu Hause? Okay, da darf man nicht lang. Okay, ist hier irgendwo ein Telefon? Da ist das Telefon.
Ist es doch. Aber kann ich rannehmen. Gut, dann ist es wohl auch nicht für mich. Ja, ich würde ja gern rangehen, nur geht ja nicht. Sauerei. Ja, das ist immer dasselbe. Okay, ich geh jetzt mal rückwärts, also echt. Jetzt geht's vorwärts, oder wie? Restless Memories. Okay. Ruhelose Erinnerungen. Was war das? Kranke Erinnerungen, okay. Ja. Dann habe ich das Gefühl, der gute Mann hat seine Frau umgebracht. Kann man vielleicht mal Licht anmachen? Be quiet. Flatternde Schrecken, seid still. Konstantes Flattern. Fressen andere Ratten? Okay. Na gut. Da war ja am Ende doch noch ein Lichtschalter, super. Natürlich wieder ein langer, dunkler Gang. Da kann schon nicht schief gehen. Lasst mich da durch. Ah, wieder der Fahrstuhl, natürlich. Okay, jetzt geht's runter.
Unteretage, Frauen unter Wäsche und creepy Albträume. Jedenfalls rate ich dir als dein Anwalt dazu, von jeglichen unüberlegten Handlungen abzusehen. In anderen Worten, mach nichts Dummes. Wir haben immer noch eine Chance zu gewinnen. Glaub es mir oder nicht, ich habe schon Klienten aus tieferer Scheiße gezogen als dieser hier. Mach es nur bloß nicht noch schlimmer. Tauch eine Weile unter und lass mich gegen den Gerichtsbeschluss vorgehen. Dieser Sozialarbeiter hat es definitiv auf dich abgesehen. Wir können das zu unserem Vorteil nutzen, dich als Opfer des Systems darstellen. Ein trauernder Ehemann, ein kurzzeitiger Verlust der Zurechnungsfähigkeit, ein übereifriger Bürokrat. Vertrau mir, das ist unsere beste Option. Wenn man bedenkt, dass du alles in der letzten Zeit durchgemacht hast, würde ich meinen, wir haben eine gute 50-50-Chance auf einen guten Ausgang. Aber nicht, wenn du weiterhin versuchst, alle davon zu überzeugen, dass du total übergeschnappt bist. Keine weiteren Wutausbrüche, kein weiteres Herumziehen. Oder noch besser, überhaupt keine weiteren öffentlichen Auftritte mehr. Du kannst deine Tochter immer noch... Aha. Was ist passiert? Ratten. Oh oh. Stille Schwimmer, sie verstopfen den Abfluss, Fell im Wasser, keine Bäde für mich. No. Gut, diesmal geht's also nicht ins Bad. Okay, langsam habe ich das Gefühl, man will mich in eine bestimmte Richtung locken. Schon wieder hier. Natürlich. Tja, geht ja noch einen Weg zurück. Oh Mann. Über diese Drogen hier. Ihr werdet mich nicht aufhalten. Ich werde den Grund für meine Psychosen finden.
I needed to remove the flesh from the bone. At first, I was lost as to how, but then I sawed it off with a handsaw, boiled it, then put the bone in a mortar. I had to get one, obviously. This was not something I'd done before. Finally, I mixed the dust with some white paint. It made for a lovely undercoat. Ist das jetzt echt das, was ich langsam denke? Gott, ist das Duster. Knochenmehl für weiße Farbe, Blut für rote Farbe, Haut als Leinwand, also. Also ich habe langsam ein Gefühl, der Typ, den ich hier gerade hier durch die Gegend bewege, ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Todeskünstler. Wow. Mein Atelier sah aber auch schon besser aus. Na dann, auf geht's. Schauen, wie verstört das Bild jetzt wird. Okay. Diesmal kann ich überhaupt nicht erkennen, was das werden, was das sein sollte. Puh. Ich hasse selbst jetzt verloren, alleine hoffnungslos. Du wirst immer ein groteskes Missverständnis. Beende es. Oh Mann. Ich wollte immer besser hier. Na gut. What if you fail? Tja, das werden wir erfahren. Auf in die nächste Runde! Wir werden es schon schaffen. Okay, ich will doch zurück. Ach komm. Was hat er mit seiner Frau angestellt? Okay, jetzt sieht's aus wie ein Kinderzimmer. Oder hat er seine Tochter? Nee. Okay, wieder eine Mauer. Delirium. Alles klar. Natürlich wieder alles weg hier. Natürlich ein Teddybär in der Mitte. Gib mir den Teddybären. Hey, what is that? Wait, what day is it? It's Sunday? You mean I... Oh, well, why didn't you come and get me? God! Damn it! You know how I get when I'm caught up in my work! Oh man, der wird immer unsympathischer, der Jute. Schlips.
Ja. Da war gerade ein Kind. Sweet Jesus! Did you just buy half of the department store? Honey, you don't even know yet if it's gonna be a boy or a girl. Das kann ja nicht schaden. Ich würde mal sagen, auf jeden Fall ein sehr kreatives Kind ist geworden. Bin ich hier jetzt überhaupt? So hässlich bin ich nun auch wieder nicht. Läusemäuse, kahle, blutige Stellenhaare, nicht meins, wo ist die Schere? Okay. Brennt jetzt die Bude ab, weil ich die Kerzen angezündet habe? Muss ich hier irgendwas machen? Oder hier lang gehen? Gebrochenes Herz. Wow! Was war das? Oh Mann. Okay, wer oder was war das gerade? Hinter unseren Rücken reden. Reden, na super. Okay, nochmal, nur diesmal total verschmiert. Okay, zwischen Mami und Papi hat es scheinbar sehr gekriselt.